Willkommen zurück zu Money in the Bank und zum vorletzten Match des Pay-Per-Views, aber es ist ein richtiges Leckerchen. Es ist Bray Wyatt gegen The Rock und ihr wisst es alle, was heute auf dem Spiel steht. Natürlich die Karriere von The Rock, die Karriere von The People's Champion steht hier heute Abend auf dem Spiel im Match gegen Bray Wyatt. 1 gegen 1, ganz normales Match mit Regeln, so wie es sich gehört. Ohne die Wyatt Family, ohne Usos, ohne Roman Reigns, ohne was weiß ich auch immer. Es ist ein ganz normales 1 gegen 1 und es steht die Karriere von The Rock auf dem Spiel. Wenn The Rock verliert, wird er nie wieder ein Match in der LCW oder in der WWE bestreiten dürfen. Ganz einfach. Und Bray Wyatt, der Verschlinger der Welten, er ist der Gegner heute von The Rock. Und wir können mal ein bisschen zurückdenken, wann begann das Ganze. Wir erinnern uns zurück natürlich an den Pay-Per-View, als Bray Wyatt gegen Roman Reigns damals noch eine Fehde hatte. Und dann kam irgendwann The Rock. The Rock mischte sich so ein bisschen in diesen Familienkrieg ein und so kam es ja dann zu dem Tag-Team-Match The Rock und Roman Reigns gegen Bray Wyatt und Braun Strowman. Ja, wie das gelaufen ist, wisst ihr auch. Am Ende war es dann der Sieg für The Rock, der Bray Wyatt pinnen konnte. Und dann hatte Bray Wyatt nur noch Augen für The Rock und wollte unbedingt dessen Karriere beenden. Und deswegen haben wir hier heute das Match. Bray Wyatt kommt hier zum Ring wieder mit der Laterne. Und das Publikum, finde ich, haben wir in den letzten Wochen so ein bisschen mitbekommen, findet immer mehr Gefallen an der Wyatt Family. Natürlich besonders an Bray Wyatt in Person. Ja, ist nicht mehr so der absolute Heel, wo alle sagen, ja, keiner mag Bray Wyatt. Der zieht langsam die Reaktionen. Ja, ich finde Bray Wyatt ja auch nicht schlecht. Ich bin auch durchaus ein Fan von Bray Wyatt. Und gerade, weil er auch bei uns in der LCW so aktiv ist in den Kommentaren. Und da ist er, der Verschlinger der Welten. Und das, glaube ich, wird ein Match, wo wir uns durchaus mal auf richtig klasse Aktionen freuen können. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wer gewinnt. Auf der einen Seite ein Rock, der natürlich eine riesige Karriere vorzuweisen hat, eine Wahnsinnserfahrung hat, was der schon für Titel gewonnen hat, was der generell schon im ganzen Wrestling-Business auf der Welt sich für einen Namen gemacht hat. Der wird alles, noch mehr als alles dafür tun, dass er hier heute Abend gewinnt. Auf der anderen Seite natürlich ein Bray Wyatt, der vor nichts Angst hat und der auch vor einem The Rock keine Angst hat. Und da kommt der People's Champion. Sehen wir heute vielleicht tatsächlich The Rock zum allerletzten Mal zum Ring kommen? Es wäre ein trauriger Moment, es wäre ein richtiger Schocker des Pay-Per-Views. Ich glaube, ein Großteil von euch wird auf der Seite von The Rock sein. Natürlich alle Fans von Rocky wollen heute Bray Wyatt auf den Schultern sehen und 1, 2, 3 vorbei. Aber wir werden das Match ja gleich sehen. The Rock kommt nochmal zum Ring und ich halte jetzt an dieser Stelle wieder den Mund, denn jetzt kommt wieder die beste Szene. Gänsehaut ist da einprogrammiert und einfach genießen. Einfach wunderbar. The Rock nimmt das Ganze nochmal richtig tief in sich auf, genießt nochmal, ja, atmet quasi die ganze Stimmung ein, das Applaudieren, der ganze Applaus im Publikum, alles nimmt er nochmal in sich auf und pusht sich somit nochmal selber. Ja, just bring it. Und das ist heute die Aufgabe von The Rock. Alles oder nichts. Entweder bleibt er hier in der LCW oder er muss für alle Zeiten sozusagen die aktiven Wrestling-Handschuhe an den Nagel hängen. Und das wäre natürlich ein herber Verlust für LCW und generell für das ganze Wrestling-Business. Und dann geht's jetzt los. Bray Wyatt gegen The Rock. Ich habe mich auf dieses Match sehr, sehr gefreut. Ich muss sagen, ich habe mich da am zweitmeisten drauf gefreut. Natürlich am meisten das Money in the Bank Leiter-Match. Eigentlich sollte Bray Wyatt gegen The Rock gestern am Samstag schon für euch kommen. Heute am Sonntag seht ihr dieses Video, wenn alles geklappt hat, aber müsst ihr eigentlich. Und morgen am Montag, ganz wichtig, das Money in the Bank Leiter-Match mit unseren 6 Superstars. 5 kennt ihr ja bereits. Wer wird wohl der 6. sein? Ich glaube, das fragen sich die meisten. Und wer wird dann von den 6 Superstars der neue Mr. Money in the Bank? Und da endet ja dann auch Bist du aktiv? Hiermit habe ich an der Stelle nochmal kurz dran erinnert, dann Bist du aktiv? Und dann hoffe ich, dass wir auch bald weitermachen können. Dann geht's schon quasi los, die Road to NXT Takeover. Das wird auch nochmal richtig interessant. Und jetzt hier The Rock, direkt mal mit einer Submission und er gibt mal richtig alles direkt, packt sich den Schädel von Bray Wyatt. Ja, hat sich ja jemand in den Kommentaren drüber amüsiert, was denn wäre. Ich habe ja im Part von Kevin Owens gegen Randy Orton, ihr habt es ja alle gesehen, Kevin Owens, neuer World Heavyweight Champion, habe ich ja drüber gefaselt, was denn wäre, wenn, ich glaube, Kevin Owens Randy Orton den Kopf abreißen würde. Und da hat jemand gesagt, genau deshalb liebe ich deine Videos, weil du dir wirklich darüber Gedanken machst, was der Referee in diesem Moment entscheiden würde. Also ihr seht schon, ich lese schon Kommentare. So ein Rocky gegen Bray Wyatt.
Ja, weiß ich gar nicht, wie man das so einschätzen soll, wer da gewinnen soll. Auf der einen Seite natürlich gibt's die Chance, Bray is gonna kill you. Und auf der anderen Seite könnte ich mir sowas vorstellen wie You still got it, aber da müssen wir einfach mal abwarten. Ja, guter Überwurf jetzt hier von Bray Wyatt. Der kommt jetzt auch in das Match langsam rein. Am Anfang war The Rock ein bisschen am Drücker und jetzt Bray Wyatt. Er packt sich jetzt den People's Champion Stomach Breaker gegen The Rock. Und The Rock hat sich ja nicht nur einen riesen Namen im Wrestling-Business gemacht. Klar, da ist sein Name so groß geworden. Aber dann natürlich Hollywood, ganz klar, die Kinofilme. Wer von euch kennt nicht mindestens 5 Filme mit The Rock, die er aufziehen könnte? Würden mir jetzt auf die schnelle 5 einfallen. Welcome to the Jungle, Die Zahnfee, San Andreas, Fast and Furious und gibt bestimmt noch welche. Moment, einen 5. brauche ich jetzt noch. Ich habe jetzt gerade den Mund aufgerissen, dass mir 5 einfallen. 5. noch, ja, der neue Baywatch zum Beispiel, der jetzt rauskommt. Ja, mal kurz ein kleiner Schwenk. Ja, 5 Stück, also allein die mir jetzt direkt einfallen. Ja, der hat wirklich in Hollywood ja seinen Namen gemacht. Und nicht nur im Wrestling-Business. Ja, Bray Wyatt, ich glaube, den als Schauspieler, dann müsstest du sowas wie das Chainsaw-Massacre mit dem aufnehmen. Irgendeinen Horrorfilm. Irgend so ein Hotel in einem Wald, wo Bray Wyatt so ein Serientäter ist. Das könntest du mit Bray Wyatt gut anstellen. Aber das soll jetzt uns gar nicht mal interessieren. Wir gehen jetzt hier nur auf das Wrestling-Geschehen ein. Im Ring Bray Wyatt gegen The Rock. Ja, Bray Wyatt will sich jetzt hier The Rock schnappen. Der ist außerhalb des Rings, ja, lässt ihn da mal zurück in den Ring kommen. Und Rocky packt sich direkt wieder Bray Wyatt. Aber der kontert mit dem Kniestoß gegen den People's Champion. Jetzt geht's nur ein bisschen hin und her. Da packt sich The Rock Bray Wyatt und zeigt den Samoan Drop gegen Bray Wyatt. Ja, das war doch schon mal eine gute Aktion von The Rock. Und es wäre natürlich The Rock zu wünschen, dass er hier heute Abend Bray Wyatt gewinnt. Aber ich will diesen Bray Wyatt nicht unterschätzen. Ich kann es so schlecht einschätzen, ob Bray Wyatt wirklich momentan, wenn nicht sogar der Beste im ganzen LCW-Roster ist. Ich glaube, wir unterschätzen ihn vielleicht einfach. Er ist nicht so ganz in den Titelmatches mit dabei. Er ist auch nicht zum Beispiel im Money in the Bank Leiter-Match. Aber, ja, wer weiß, vielleicht doch als 6. Teilnehmer. Weiß man ja nicht, Spoiler Alert. Und, deswegen unterschätzen wir ihn vielleicht, aber er hatte zum Beispiel ja die Fehde mit Roman Reigns, er hatte jetzt hier oder hat hier die Fehde mit The Rock, die heute Abend endet, mit The Rock schließlich, nicht mit irgendwem. Wir wissen noch nicht, wie sich das Ganze jetzt heute entwickelt, ob Bray Wyatt als Sieger aus der Fehde herausgeht oder vielleicht doch als Verlierer. Natürlich dann auch zu sehen, interessant, wenn jetzt Bray Wyatt gewinnen sollte, wie geht's weiter für ihn? Für The Rock geht's ja quasi nicht weiter, der kann dann weiter Filme machen. Andersrum, was passiert, wenn The Rock gewinnt? Wie will The Rock dann weitermachen? Der hätte ja vielleicht auch nochmal Interesse an einem Titelrun. Was ist mit Bray Wyatt? Wie wird der weitermachen? Oder wird er einfach mit der Wyatt Family weiter auf Zerstörungsjagd bei Monday Night Raw gehen? Das ist ja so ein bisschen das typische Klientel der Wyatt Family. Die machen einfach nur ihrem Namen alle Ehre bei Raw, legen sich mit allem um jeden an, mit jeder Familie, mit jedem Superstar, mit jedem Tag Team. Und das ist ja wunderbar. Edge und Christian haben ja der Wyatt Family sozusagen die Tag Team Titel weggenommen. Ja, das werden die sich bestimmt auch nicht gefallen lassen. Müssen wir einfach mal weiter gucken, wie es da so weitergehen wird. Und jetzt Bray Wyatt, guckt euch das an, packt sich The Rock Camel Clutch und der reißt wie ein Irrer am Hals von The Rock. Und der Referee unterbricht das Ganze. Aber Bray Wyatt mit dem Cover setzt nach. 1, 2, na, noch nicht bis 2. The Rock kommt nochmal aus, der People's Champion. Ich glaube, wir haben nur ein paar Bray Wyatt-Fans doch in der Halle. Man hört es ganz deutlich. Und da kommt ein Clothesline. Und was ein Clothesline von Bray Wyatt. Hämmert da The Rock auf die Matte. Fegt den einfach aus den Socken. Und jetzt muss Rocky irgendwie zurück in dieses Match finden. Bray Wyatt übernimmt gerade so allmählich so langsam die Kontrolle. Und wieder hat er diesen Submission Hold, führt da quasi The Rock schon ein bisschen vor, hält den da quasi fest und sagt, Rocky, du kannst nicht entfliehen, aber da kann The Rock sich wehren, kann kontern, ja, mit diesem Face Crusher. Und jetzt bleibt der People's Champion dran und jetzt wirft er erstmal Bray Wyatt aus dem Ring, sozusagen, so Bray, jetzt gehen wir dahin, wo du herkommst, nämlich auf den Fußboden. Und im Ring erstmal keine weitere Action. The Rock, der muss jetzt sich natürlich was überlegen. Bray Wyatt hatte gerade eine gute Phase, aber The Rock macht weiter. Greift wieder das Bein von Bray Wyatt. Dann haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, dass er diese Aktion zeigt. Ist natürlich auch eine gute Idee. Und ich glaube, genau so ein Match haben wir auch erwartet. Ausgeglichen und noch lange nicht entschieden. Und der Referee zählt natürlich. Wir sind in einem normalen Match mit Countout, mit Disqualification und so weiter und so fort. Aber ich glaube, keiner von beiden ist hier gewillt, sich auszählen zu lassen oder sogar eine Disqualifikation, also sozusagen eine Disqualifikationsniederlage einzustecken durch eine fälschliche Attacke oder sonst was.
Und das, glaube ich, will keiner hier in dem Match, weil beide wollen unbedingt gewinnen. The Rock will seine Wrestling-Karriere fortsetzen, der will unbedingt dem ganzen LCW-Universum zeigen, ich bin immer noch der Alte, sozusagen wirklich, you still got it. Aber auf der anderen Seite natürlich Bray Wyatt, der Verschlinger der Welten, und der macht seinem Namen hier in diesem Match bisher alle Ehre. Hat hier The Rock jetzt gerade wieder gut im Griff, jetzt weiter setzt danach, dreht The Rock um und zeigt das Cover gegen The Rock. Eins... Na, das ist es noch nicht. Aber auch wenn man mal überlegt, das sind ja nicht nur die zwei Superstars, sondern auch der Ringrichter. Der Ringrichter weiß, oder er wusste es die ganze Zeit, seitdem er eingesetzt wurde, also quasi eingeplant wurde für dieses Match. Er wusste, ich entscheide heute quasi darüber, ob die Karriere von The Rock, das ist hier kein, ich sag mal als blödes Beispiel, Damien Sandow, wo es keinen juckt, theoretisch, ob die Karriere beendet wird. Schöner T-Bone Suplex von Bray Wyatt. Und so langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ja, der weiß, der Referee, heute muss ich vielleicht den Three-Count zählen gegen The Rock, gegen The Rock. Vielleicht muss ich das wirklich und dann bin ich derjenige, der tatsächlich entschieden hat, dass die Karriere vom großen People's Champion vorbei wäre. Und Bray Wyatt nimmt Anlauf und kommt mit dem Big Splash, so nenne ich die Aktion jetzt einfach mal. Und das Cover gegen The Rock. Eins, zwei, nein, da kommt The Rock nochmal raus. Aber jetzt muss The Rock richtig pumpen. Ja, Bray Wyatt wundert sich da schon so ein bisschen, aber der lacht da immer noch so ein bisschen in seinen Bart hinein, weil er sich denkt, Rocky, du kannst mir ja doch nicht widerstehen. Und Bray Wyatt macht weiter, Back Suplex gegen den People's Champion. Und guckt euch The Rock an, der hat Schmerzen. Und Bray Wyatt ist in seinem Element. Jetzt geht's da in die Ringecke und das ist immer wieder ein schauriger Anblick. Die Spinne kriecht durch den Ring. Bray is gonna kill you. Und ich glaube, wir sind jetzt ganz, ganz am Ende angekommen. Das ist der Ansatz. Gute Nacht, Kuss, Sister Abigail gegen The Rock und Bray Wyatt setzt direkt nach das Cover. Eins, zwei, drei. Es ist vorbei. Bray Wyatt besiegt The Rock in diesem Match hier bei Money in the Bank. Die Karriere von The Rock ist somit zu Ende gegangen. Soeben ist die Karriere von The Rock ja zu einem bitteren Ende gekommen. The Rock's career is over. Hier nochmal ein paar Highlights. Der DDT von The Rock am Anfang. Da hat der Bray Wyatt noch einigermaßen gut im Griff gehabt. Aber je länger das Match dauerte, desto besser kam Bray Wyatt rein. Hier nochmal. Dieser Suplex-Überwurf, glaube ich, kam jetzt. Ja, genau, hier. Packt ihn sich und dann auf die Matte. Und am Ende gab es dann Sister Abigail. Hier hat er The Rock in die Ringecke eingehängt und sozusagen immer wieder auf ihn eingetreten. Und hier, da kann The Rock gar nicht sehen, was da auf ihn wartet. Die Spinne und Bray Wyatt lauert schon in der Angriffsposition. Und dann gibt es nur noch den letzten Kuss, den Abschiedskuss sozusagen für The Rock. Und dann war es das Ende. Cover hinterher, der Referee zögert sogar kurz. Eins, zwei, drei. Bray Wyatt besiegt The Rock. Und ihr hört vielleicht eine ganz komische Stimmung in der Halle. Die Bray Wyatt-Fans auf der anderen Seite und The Rock-Fans natürlich, die jetzt einfach sprachlos sind. Follow the Buzzard und wir haben mit Bray Wyatt den Sieger. The Rocks Karriere ist vorbei und ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, denkt an, bist du aktiv? Daumen nach oben würde mich freuen. Wir sehen uns morgen mit Money in the Bank. Hell yeah!